Netter Anblick, was? Ich kriege jedes Mal wieder Gänsehaut. Kaum vorstellbar, dass diese Festung irgendwann mal jemand tatsächlich gebaut hat. Möge das Licht sich eurer erbarmen. Das war's. Keine Magie mehr für dich, Schänderin. Wer war sie? Keine Ahnung. Aber ich habe gehört, dass die Armee kürzlich ein Rebellennest nahe Windwall ausgeräuchert hat. Vielleicht hat sie dazugehört. Bei allem, was man über deinen Vater sagen kann, er hatte auf jeden Fall seine Anhängerschaft. Und sie sind wie Unkraut. Wann immer man denkt, sie alle erwischt zu haben, sprießt es wieder auf einen neuen Beet und verdirbt die Saat. Ich kann immer noch nicht so recht glauben, dass der Lordmarschall der Reinheit erlaubt, ihre Hinrichtungen hier in Grauschanze abzuhalten. Waren sie vor ein paar Monaten nicht noch im Untergrund? Waren sie. Scheint, als hätten die Zeiten sich geändert. Mir war nicht bewusst, dass die eiserne Maske sofort tötet. Naja, tut sie auch nicht immer. So wie ich das verstanden habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie beraubt dich deiner Fähigkeit, Magie zu wirken und frisst dann langsam Stück für Stück deinen Verstand. Oder aber sie löst im Moment des Aufsetzens eine Hirnblutung aus. Scheint, als sei bei der Frau Letzteres eingetreten. Gehen wir weiter. Ich will mir das nicht länger ansehen als nötig. Sicher. Also so wirklich sympathisch sind wir die an Anführungszeichen guten jetzt auch nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, das ist es. Nochmal. Nicht vergessen, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Na, sieh mal einer an. Die sagenumwobene Wolfsgarde ist eingetroffen. Feldwebel Esme? Immer so förmlich, Bertrand. Wie kann ich helfen? Ein bisschen Training vielleicht? Ihr seht beide etwas eingerostet aus. Warum eigentlich nicht? Was denkst du, Tahar? Ein bisschen prügeln? Immer. Klar, ein bisschen Übung kann nie schaden. Gut, dann mal ab in den Ring. Ich suche euch einen Trainingspartner. Ihr beide da! Kommt her! Wir, Feldwebel? Nein, die Titten der Goldenen Königin. Ja, ihr. Ihr werdet gegen Korporal Tahar und Korporal Kapell antreten. Aber wir sind doch nur Rekruten. Na und? Meint ihr, für eure Feinde auf dem Schlachtfeld spielt das irgendeine Rolle? Es ist lange überfällig, dass ihr mal gegen jemand anderes als eure Holzpuppen kämpft. Aber... In den Ring. Sofort. Zu Befehl. Esme, wie sie leibt und lebt. Versuch ihnen nicht weh zu tun, Tahar. Alles klar, Jungs. Auf ein neues. Zeigt dem Korporal, was ihr auf dem Kasten habt. Wartet! Ihr habt gewonnen, in Ordnung. Ich gebe auf, habt ihr gehört? Ich gebe auf, verdammte Scheiße! Alles klar, Korporal. Ich denke, die Jungs haben genug. Gute Arbeit. Jetzt geht zurück in die Kaserne und sucht euch jemanden, der eure Wunden versorgt. Arme Schweine. So arm sind sie gar nicht mal. Wie Esme schon sagte, es hilft ihnen nichts, wenn sie immer nur an Holzpuppen üben. Nichts geht über einen echten Kampf. Und den haben wir ihnen gegeben. So kann man es sehen. 1-2, 1-2. Das ist es, Jungs. Weiter so. Oder, weil wir hoffnungslos OPs haben, haben wir denen gerade so richtig den Arsch aufgerissen. Gute Arbeit. Diese Typen sind nicht talentfrei, aber viel zu verwöhnt von der Sicherheit der Festungsmauern. Warte kurz. Hier. Ich habe von Gesprächen über eine neue Mission, die der Lord Marshall plant, gehört. Und irgendetwas sagt mir, dass die der Grund ist, dass er euch sehen will. Wer weiß, vielleicht kommt euch das ja gelegen. Eine freundliche Geste. Hab fast vergessen, wie sich das anfühlt. Sei nicht so pathetisch. So, wie sieht's aus? Seid ihr schon müde? Oder noch ein Kampf? Was denkst du, Tahar? Ja, warum nicht? Ein bisschen Training kann nicht schaden. Großartig.
Dann machen wir es diesmal ein bisschen schwieriger. Geht in den Ring, sobald ihr bereit seid. Na Gott sei Dank. Ihr da! Ja, ihr Gardisten! Schwingt eure Ärsche rüber! Was ist? Ich will, dass ihr gegen Korporal Tahar und Korporal Capell kämpft. Jetzt! Wir sind nicht eure Rekruten. Korrekt, das seid ihr nicht. Aber ich will, dass meine Rekruten mal einen richtigen Kampf sehen. Beispielsweise einen zwischen 5 Mitgliedern der Wolfsgarde. Ihr macht wohl Witze. Wir kämpfen. Aber... In den Ring. Los jetzt. Auf eure Position und kämpft! Danke! Und tschüss. Halt, das reicht! Was zum Henker soll das? Wollt ihr euch gegenseitig umbringen oder was? Das ist ein Übungskampf und Tahar hat euch geschlagen. Punkt, aus, fertig. Jetzt haut ab! Ihr mögt zur Wolfsgarde gehören, aber das ist mein Ring. Wir sind noch nicht fertig, Tahar. Noch lange nicht. What? Die Leute, eins, zwei, schauen, eins, zwei, da! Mann, oh Mann. Dieser Kerl hat gekämpft, als wollte er euch töten. Und ich dachte immer, ihr Kerle von der Wolfsgarde wärt Freunde. Sind wir eigentlich auch. Keine Ahnung, was in ihn gefahren ist. Vielleicht, nein, Quatsch. Was ist? Wie gesagt, vergiss es. Ist nicht weiter wichtig. Bertrand, sag's mir. Na schön. Keine Ahnung, an wie viel du dich noch von der Nacht erinnerst, in der wir dich aus der Festung deines Vaters befreit haben. Aber Anselm war da, zusammen mit seiner Schwester. Dein Vater hat sie getötet. Und seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hasst er dich wie die Pest. Wer weiß, vielleicht... Du denkst, er gibt mir die Schuld an ihrem Tod? Wie gesagt, vielleicht. Das ist doch dämlich. Du hattest nichts damit zu tun. Tja, wem sagst du das? Aber Rachegelüste sind selten vernünftig. Wie auch immer, es ist nur eine Vermutung. Vielleicht liege ich auch falsch. Wie auch immer. Da, betrachte das als Entschuldigung. Es war idiotisch, euch gegeneinander kämpfen zu lassen. Ich würde noch eine letzte Runde vorschlagen, aber ich schätze, ihr hattet erstmal genug, oder? Außerdem wartet der Lord Marschall auf euch. Wer denn diesmal unser Gegner? Naja, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es schwachsinnig wäre, euch beide noch mehr Rekruten verdreschen zu lassen. Aber euch beim Kämpfen zuzusehen, hat mich daran erinnert, dass ich mein eigenes Training in letzter Zeit vernachlässigt habe. Du willst gegen uns antreten? Ja. Zwei gegen einen? Du zählst nicht, Bertrand. Spaß beiseite, kommt schon. Weniger denken, mehr handeln. Gehen wir in den Ring. Jawohl. Na dann, Tahar, tanzen wir. Schaltet sie aus! Nice. Schon gut, schon gut. Es reicht. Verdammt noch eins. Die Jahre haben wirklich ihren Tribut gefordert. Vor ein paar Jahren wäre das anders gelaufen. Das sagen sie alle. Mund halten, Capell. Spaß beiseite. Danke für die Möglichkeit. Das war ein verdammt guter Kampf. Hoffen wir nur, dass der Anblick ihres Feldwebels im Staub die Rekruten nicht übermütig werden lässt. Falls das der Fall ist, bist du ja da, um sie wieder in die Schranken zu weisen. Stimmt auch wieder. Wie auch immer, am besten ihr begebt euch jetzt langsam mal zum Lord Marschall. Passt auf euch auf.
Nein, 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 nein! Das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht, keine Wattebäusche! Nochmal! Na, sieh mal einer an. Sehr wohl. So, zu Scheißzeit haben wir schon wieder Level abgekriegt. Was ist alles, was haben wir da? 1, 2, 1, 2, das ist es, Jungs. Weiter so. Die Ziele schnell. Nein, was nicht. Das scheint mir auch nicht vernünftig. Das haben wir nicht. Das ist zusätzlicher. Was haben wir denn da? Zum Maschinen, ja, das ist, da ist es. Die Heilung. Nicht vergessen, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Was? Das nächste holen wir uns die Heilung. Okay, mehr Schaden auf mehr Ziele. Bestätigen. Inmitten der Schanze ragt wie ein Steinriese, der es mit dem Himmel aufnehmen möchte, der graue Turm in die Höhe. Obgleich er nicht der höchste aller Türme ist, stellt er zweifellos den wichtigsten dar. Finden sich in ihm doch die Halle des Krieges und die Halle der Gerechtigkeit. Sag mal, Taha, kann ich dich was fragen? Was? All das hier, die Armee, die Wolfsgarde, dein Dienst für die Krone. Ich weiß nicht. Erfüllt es dich eigentlich? Was genau meinst du? Es ist nur... Ach, egal. Vergiss es. Nicht so wichtig. Dann mal los. Bereit? Du klingst nervös. Nervös? Nein, ich... Ach, vergiss es. Interessant. Irgendwo stimmt doch nicht. In der Halle des Krieges wird nicht nur der größte Teil der politischen Entscheidungen Northanders getroffen, sondern sie ist auch der Ort, an dem man Boten und Diplomaten anderer Mächte in Grauschanze empfängt. Der Grund dafür erschließt sich dem Besucher sofort, ist er erst einmal über die marmornen Fußböden und durch die vergoldeten Torbögen geschritten und hat er sich erst einmal den Augen der vielen Statuen ausgesetzt, die jene riesigen Hallen schmücken. Das ist aber ein langer Hatsch. Ich sagte wegtreten. Aber alles, was wir brauchen, ist mehr Zeit. Glaubt mir, wir stehen kurz davor, ein Heilmittel zu finden und... Ihr hattet eure Zeit. Und was habt ihr erreicht? Nichts. Während wir sprechen, sterben Menschen. Und wenn wir diese Seuche nicht in den Griff bekommen, könnte Graufurt als nächstes kommen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Sobald wir ein Heilmittel gefunden haben, werden wir es verwenden. Aber momentan ist das der einzige Weg. Ich verstehe. Vergebt mir mein Versagen. Wegtreten. So, jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Lord Marschall Arandir, General Noria, ihr wolltet uns sprechen? Richtig. Sentenza? Ja, was weißt du über den Blutbrand? Ich bin mir nicht sicher, wovon ihr sprecht, Herr. Dann hat unsere Geheimhaltungsstrategie ausnahmsweise mal funktioniert. Sehr gut. Der Blutbrand ist eine Seuche, von der wir vor mehr als 3 Monaten das erste Mal gehört haben. Seit fast einem Mond sucht fast jeder fähige Alchemist Graufurz und Immerlichts nach einem Heilmittel. Und es gehen Gerüchte um, dass sogar die Elfen, die Zwerge und die Grünhäute davon betroffen sind. Das Problem ist, dass wir noch meilenweit von einer Lösung entfernt sind. Und erst neulich gab es einen heftigen Ausbruch in einem Dorf in der Nähe von Graufurt, Lianon. Und ich schätze, dieser Blutbrand ist tödlich? Absolut tödlich. Er ist die gefährlichste Seuche, die Eo seit dem roten Fieber heimgesucht hat. Er verseucht das Blut eines Menschen. Daher der Name. Erst tritt leichtes Fieber auf und etwas Übelkeit.
Und eine Woche später beginnt das Opfer aus Mund und Augen zu bluten. Keinerlei Arznei oder Lichtmagie schlägt an. Und sobald die Blutungen auftreten, geht es schnell. Das Blut vermischt sich mit Eiter und bildet auf der Haut des Kranken Beulen, die irgendwann aufplatzen. Die Schmerzen sind unerträglich und oft tödlich. Aber egal, was passiert, über kurz oder lang blutet das Opfer aus, wie ein abgestochenes Schwein. Tiaras Atem. Ja. Das klingt richtig scheiße. Ich verstehe. Wie verbreitet der Blutbrand sich? Nun, das ist das Problem. Wir wissen es nicht. Manches lässt vermuten, dass er ansteckend ist. Anderes hingegen, dass er aus dem Nichts auftritt. Aus dem Nichts? Naja, fast. Diejenigen, die dieser Theorie folgen, behaupten, dass es ein Muster gibt. Aber es klingt lächerlich, es laut auszusprechen. Einige derer, die die Ausbrüche überlebt haben, berichteten von Geräuschen, die mit der Infektion einhergingen. Seltsamen Geräuschen. Geräusche? Was soll man sich darunter vorstellen? Hier gehen die Berichte auseinander. Aber einige sprachen sogar davon, eine Art Stimme gehört zu haben. Schwachsinn, wenn ihr mich fragt. Aber dennoch könnte es bedeuten, dass wir es hier mit etwas anderem als einer einfachen Krankheit zu tun haben. Ein Fluch. Fluch? Nein. Wenn überhaupt eine Art magische Anomalie. Aber wie dem auch sei, ich habe euch nicht gerufen, damit wir gemeinsam über das Infektionsmuster fantasieren. Ihr seid hier, weil die Wolfsgarde bald zu einer Mission aufbrechen wird. Sentenza? Kurz gesagt, wir müssen einen Weg finden, den Ausbruch in diesem Dorf, Lianon, einzudämmen. Sollte der Blutbrand Graufurt erreichen, werden wir es mit einer Katastrophe zu tun haben, die Magierkriege wie einen harmlosen Zank unter Kindern aussehen lassen wird. Wir werden also zusammen mit einer kleinen Division Soldaten nach Lianon reisen, um einen Eindruck von der Situation zu gewinnen und herauszufinden, was wir unternehmen können, um ihn einzudämmen. Verstehe. Aber wenn es kein Heilmittel gibt, wie sollen wir ihn eindämmen? Das werden wir sehen. Wenn der Blutbrand tödlich ist, wie können wir uns davor schützen? Noch einmal. Wir haben noch nicht genau verstanden, nach welchem Muster der Blutbrand sich verbreitet. Es kann also sein, dass überhaupt keine Gefahr für uns besteht. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, haben unsere Alchemisten einen Trank zubereitet, der uns vor der Infektion schützen sollte. Sollte? Bei den Spähern hat er funktioniert. Und wir müssen das Risiko eingehen. Verstehe. Wann kann es losgehen? Morgen bei Sonnenaufgang. Packt einfach eure Sachen und holt euch eure Getränke unten beim Alchemisten. Er heißt Albertus de Reims. Dann trefft mich beim Tor der Schanze, wenn ihr soweit seid. Gibt es sonst noch etwas, Lord Marschall Arandir? Nein. Löst einfach das Problem. Zu Befehl. Okay. So. Hallen der Gerechtigkeit. Andere Orte. Schauen wir uns das mal an. Wollen wir doch mal sehen. Was ist? Na gut, dann schauen wir mal, ob wir die Wrestling-Sachen noch finden. Inmitten der Schanze ragt wie ein Steinriese, der es mit dem Himmel aufnehmen möchte, der graue Turm in die Höhe. Das haben wir schon gehört. Na, sieh mal einer an. Interessant. Schauen wir uns das mal an. Seid ihr Albertus de Reims? Kommt ganz drauf an, wer fragt. Korporal Carpell und Korporal Taha, Wolfsgarde. Ihr sollt uns eine Arznei geben, die vor dem Blutbrand schützt. Ah, richtig. Hier, das sind eure Tränke. Nehmt davon jeweils 2 Schluck, bevor ihr eine verseuchte Gegend betretet. Die Wirkung hält um die 7 Stunden an. Und das funktioniert?
Natürlich funktioniert es. Seid einfach nur vorsichtig mit der Dosis. Zu viel davon könnte tödliche Nebenwirkungen haben. Sonst noch was? Ansonsten entschuldigt mich bitte. Ich habe zu tun. Ah ja, in so ein Wichtigtor. Den habe ich schon gefressen. Okay, da gibt's keinen Loot mehr. Dann gehen wir wieder raus.